Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen beim Gamer Impulse. Das neue DLC ist gekommen und somit auch die neuen Aktivitäten von Saison der Dämmerung. Darunter zählt auch, dass es jetzt mehrere Obelisk gibt, also vier Stück. Derzeit sind zwei aktiv und jeder Obelisk hat andere Eigenschaften und andere Ausrüstung, die ihr zur Verfügung stellt, und die möchte ich euch in diesem Video erklären. Lasst uns doch mal gleich anfangen mit der Wirrwucht. So, also wir haben jetzt hier das komplette Equipment, sage ich jetzt mal, von den Obelisk auf der Wirrwucht. Ihr müsst natürlich als erstes den Obelisken upgraden. Das könnt ihr eben hier, wenn ihr polarisiertes Fraktalin einsetzt, könnt ihr dadurch den Obelisk leveln und damit schaltet ihr eben andere Fähigkeiten von diesem Obelisk frei. Es gibt vier Obelisken. Diese Woche sind zwei Obelisken aktiv. Einmal eben der auf der Wirrwucht und einmal auf dem Mars. Und nächste Woche kommen die nächsten zwei. Einmal Nessus und einmal Erde am 17.12. Gut. Dann möchte ich euch mal zeigen, was der Obelisk auf der Wirrwucht alles kann. Wie jeder Obelisk hat er zwei Beutezüge, wo ihr euch eben das Fraktalin erspielen könnt. Ihr seht hier schön Sniper-Kills oder Granatwerfer-Kills. Und jeder Obelisk hat zwei neue Waffen. Bei der Wirrwucht ist es eben jetzt ein Automatikgewehr und die Pistole, die ihr dann eben bei der Sonnenuhr, bei dem neuen 6-Mann-Aktivität, die ihr euch dann erspielen könnt. Und ihr könnt quasi hier unten jeweils immer den Obelisk aktivieren, wenn ihr ihn freigeschalten habt, um dann eben bei der Sonnenuhr einen Loot euch aussuchen zu können, eben Automatikgewehr oder die Pistole. Und wenn ihr eben jetzt auf dem Mars seid und dort den Obelisk aktiviert, gibt es halt eben wieder zwei andere Waffen. Die werde ich aber euch dann auch noch gleich zeigen. Gut, dann hat natürlich jeder Obelisk hat dann noch ein paar Boosts. Die könnt ihr natürlich dann durch das Leveln von den Obelisk freischalten. Wenn ihr mit Präzisionstreffern hohen Feinde besiegt, bekommt ihr ätherische Spiralen. Dann durch Abschluss von Gambit Matches bekommt ihr polarisiertes Fraktalin. Und dann gibt es noch so ein paar Prozentboosts, wie jetzt hier jetzt, wenn ihr Waffenformen macht, also diese hier, weil es sind ja auch Waffenformen, die könnt ihr euch mitnehmen. Und die könnt ihr dann auch so abschließen. Und da müsst ihr dann eben durch den, müsst ihr 10% weniger machen an Fortschritt. Dann steigert die Kapazität gleichzeitiger Verbindung mit der Sonnenuhr dauerhaft um 1. Das heißt, ihr habt einen Obelisk auf der Wirrwucht und ihr habt einen Obelisk auf dem Mars. Da müsst ihr nicht das hier zurücksetzen, sondern wenn ihr das aktiviert, sind gleich beide verbunden mit der Sonnenuhr und ihr müsst es nicht immer löschen und aktivieren. Ist eine hübsche Sache, spart auf jeden Fall sehr viel Zeit. So, dann kommen wir noch zu den Extras. Diese Rüstungsmod, das sind spezielle Rüstungsmod, die sind mit der Season neu gekommen. Das zeige ich euch jetzt erstmal hier auf der neuen Rüstung. Ich rüste die mal kurz aus. So. Also, das ist ja die neue komplette Rüstung, die man ja bekommt. Und wenn wir jetzt uns mal die Rüstung anschauen, gibt es hier eine neue Mod-Auswahl. Und die haben spezielle Fähigkeiten. Und hier geht es ja darum, dass man sein Licht auflädt, ja. Und dann gibt es wieder Mods, wo man das Licht verwenden kann. Das heißt, ihr packt jetzt auf euren Helm einen Mod drauf, da wo ihr Licht bekommt.
Und dann geht ihr wieder auf ein anderes Rüstungsteil, wo ihr eben euch eine Fähigkeit aussucht, wo ihr Licht verbraucht. Ja? Ihr könnt euch das ja selber mal durchlesen. Ist jetzt nur mal eine kleine Anmerkung. Und das sind eben diese Mods, die ihr zusätzlich dann eben noch freischalten könnt. Ich denke, lesen kann jeder. Mods sind auch wieder bei jedem Obelisk unterschiedlich, wie von der Wirrbucht, wie beim Mars. Die anderen zwei kommen ja erst nächste Woche. Also, das war mal der grobe Überblick, was jetzt derzeit die Obelisken haben, aber ich denke mal, dass die anderen zwei Obelisken das gleiche haben, also wie gesagt, zwei Beutezüge, zwei neue Waffen, diese Waffe kennen wir ja schon, schwarzer Skorpion, und dann eben diese Boosts, die man sich dann eben erspielen kann. Noch zu dem polarisierten Fraktalin, die könnt ihr euch natürlich auch über Triumphe erspielen. Hier, wenn ihr die Triumphe abschließt, dann könnt ihr das euch noch erspielen. Und ja, einige sind noch geheim, manche sind schon da. Da könnt ihr euch dann mal gucken. Und da sind eben auch die Triumphe, die festgelegt haben, welche Obelisk da sind. Da seht ihr eben die Wirrbucht, da Nessus, Mars und ETZ. Das sind die vier Stück. Ob noch weitere kommen, kann ich mir nicht vorstellen, denn hier wäre ein Triumph, hier ist jetzt noch ein geheimer Triumph, vielleicht kommt da noch eins, aber ich schätze mal eher nicht, also es werden nur die vier Stück sein, die auch in der Roadmap mit drin stehen. Gut, dann erstmal zu dem Obelisk, dann schauen wir mal zum Mars. So, nun sind wir bei dem Obelisk auf dem Mars angekommen. Das Menü schaut genauso aus wie bei der Wirrbucht. Man hat hier seine Levels-Button, man hat hier seine Beutezüge, natürlich andere Voraussetzungen, um den Beutezug abzuschließen. Dann hat man einen Granatwerfer, ein Lineal-Fusionsgewehr und eine Verflossen, die ja schon in den letzten Seasons da war. Also nichts Neues von dieser Waffe. Dann ist das Allergleiche wie bei der Wirrbucht. Präzisionsschüsse auf Kabalen erhöht die Chance, Seraphit zu erlangen. Und bei dem Wirrbucht war es eben bei Gambit. Hier ist es bei Schmelztiegel, um Fraktalin zu erhalten. Also die Chance hat, Fraktalin zu erhalten. Hier bekommen wir eine Steigerung für die Waffenformen, also eine Kapazität der Waffenform, die man dann um 1 mehr tragen kann. Und hier wird einmal die Prämie gesteigert bei der Sonnenuhr, wenn man sie abschließt, dann bekommt man ja eine Prämie. Und das wird einmal gesteigert. Und dann haben wir noch unsere Rüstungsmods für unsere Rüstung. Ich denke mal, dass die auch nur in der Season 9 aktiv sein werden. Und dann verschwinden die wieder. Mal schauen, ob sie da bleiben. Gucken wir mal. Genau, also das war jetzt erstmal die komplette Erklärung von den Obelisk auf dem Wirrbucht und auf dem Mars. Die anderen zwei, wie gesagt, kommen ja am 17.12., also auf Nessus und der ETZ. Dort wird es dann auch wieder jeweils das ganze gleiche geben. Vielleicht ändert sich noch was, kann auch sein. Ansonsten war es das an meiner Stelle. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, könnt ihr die mir gerne unten in den Kommentaren reinschreiben. Ich versuche sie zu beantworten natürlich. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben, über ein Abo, würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß noch mit dem DLC. Und nicht vergessen, immer schön Gamer bleiben.